Das Kind, das eine Gleichung löst. Eine nicht korrekt gelöste Gleichung. Na, hier ging in die 11. Klasse der Y High School und war eine exzellente Schülerin. Sie war klug und extrovertiert und in den Augen ihres Klassenlehrers der Star der Klasse. Womöglich war das der Ursprung ihres Hochmuts. In Abwesenheit des Lehrers verhielt sie sich stets, als sei sie besser als der Rest. Ihre Klassenkameraden hassten sie dafür und mieden sie. Doch na, hier war das egal. Mir doch egal, was diese Versager von mir denken, dachte sie sich. Na, hier war stolz und sehr von sich selbst eingenommen. Eines kühlen Herbsttages unterrichtete der Klassenlehrer Mathe in der 5. Stunde. Es war die Stunde nach der Mittagspause und ein frischer Windhauch wehte durch das Fenster. Die meisten Schüler drohten, während des Unterrichts wegzunicken. Um die Klasse aufzuwecken, rief der Lehrer einige Schüler an die Tafel, um Gleichungen zu lösen. Eine der aufgerufenen Schülerinnen war Nahir. Der Reihe nach lösten die Schüler die Gleichungen und kehrten an ihre Plätze zurück. Da die Aufgabe sehr einfach waren, hatten auch niemand Probleme. Außer Nahir. Sie hatte die Frage falsch gelesen und die Gleichung falsch gelöst. Für jemanden ihres Talents war das geradezu unerhört. Der Lehrer wies Nahir vor der ganzen Klasse für ihren dummen Fehler zurecht. Er wollte ihr den Ansporn geben, so einen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Nahir wagte vor Scham nicht, den Kopf zu heben. Sie lief knallrot an, die anderen Schüler konnten nicht aufhören zu kichern. Zu sehen, wie der Liebling des Lehrers vor ihren Augen gescholten wurde, war zu befriedigend. Als der Lehrer am Ende der Stunde das Klassenzimmer verließ, sprachen alle darüber, was mit Nahir geschehen war. Sie war froh, ihr endlich etwas vorhalten zu können. Nahir war wütend. Sie war wütend auf den Lehrer, der sie lächerlich gemacht hatte, wütend auf die Klassenkameraden, die das als Anlass nehmen, sich über sie lustig zu machen, und wütend auf sich selbst dafür, dass die Gleichung falsch gelöst zu haben. Selbst daheim konnte sie nicht aufhören, darüber nachzudenken. Sie hasste ihre Augen dafür, die Frage falsch gelesen zu haben. Es ist nicht meine Schuld, sagte sie sich. Sie überzeugte sich, dass es nicht ihr Problem, sondern dass ihre Augen war. Bald darauf erklang ein furchtbares Geräusch und das Arbeitsbuch auf ihrem Schreibtisch wurde in Rot getaucht. Am nächsten Morgen erschauderte Nahirs Klassenkameraden vor Horror, als sie erfuhren, dass Nahir sich mit einem Messer die Augen ausgestochen hatte und verblutet war. Daraufhin verbreitete sich das Gerücht, dass man immer eine Gleichung auf der Tafel gelassen wurde, Nahirs Geist erschien, um mit leeren Augenhöhlen auf die Fragestellung zu starren. Spukender Kopf. Fände meinen Körper! Es war so heiß, dass man kaum mehr atmen konnte und die Heuschrecken zirpten wie verrückt. Der Vorarbeiter an der Baustelle zur Verbindung des Neubaus mit dem Hauptgebäude war von allen genervt. Seiner Ansicht nach war das ein sinnloses Projekt. Dafür bezahlt wurde, würde er es nicht beschweren, sich nicht beschweren. Nach dem Mittagessen knallte die Sonne noch heißer herab und die Hitze begann vom Asphalt aufzusteigen. Die Bauarbeiter protestierten, es sei zu heiß zum Arbeiten. Der Vorarbeiter war zugleich neidisch und erbost über das dreiste Verhalten der Arbeiter. Doch er sah ein, dass es zu heiß war. Der Vorarbeiter ordnete eine Pause an. Die Arbeit ging ohnehin nicht voran und es würde Sachen nicht dienlich sein. Fresse, Mann! Wenn ein Arbeiter jetzt auch noch einen Hitzeschlag erlitt. Die Arbeiter verzogen sich in den Schatten und schliefen prompt ein. Doch etwas ereignete sich, als sie alle schliefen. Ein lautes Knacken schallte über den Campus. Es klang, als sei das Baugerüst durch das Sicherheitsnetz gekracht. Immer noch im Halbschlaf nahmen die Arbeiter keine Notiz davon und drehten sich einfach um. Der Vorarbeiter konnte sich so etwas nicht leisten. Sollte tatsächlich etwas geschehen sein, so war er verantwortlich dafür. Er schrie seinen Arbeiter an, das Sicherheitsnetz zu überprüfen, doch sie taten, als hörten sie nicht. Genervt entschied der Vorarbeiter, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Die Arbeiter waren froh, als er allein davon marschierte. Plötzlich fiel der Vorarbeiter laut auf, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Die Arbeiter sprangen auf und liefen auf den Vorarbeiter zu.
Dieser stand starr vor Schreck vor einem grausigen Anblick. Dort, wo das Gerüst durch das Sicherheitsnetz gefallen war, lag die Leiche einer Frau. Nur hatte die Leiche keinen Kopf. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter erkannten die Frau sogleich als eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Restaurants. Aus dem Stumpf ihres Halses ergoss sich dunkles, rotes Blut über den Boden. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter arbeiteten schweigend und schnell. Es war das erste Mal, dass sie so zusammengearbeitet hatten. Obwohl sie überall suchten, konnten sie den Kopf nirgends finden. Schließlich versenkten sie die Leiche im Zement und schickten den Block an die Abfallentsorgungsanlage. Es schien, als hätten sie den Vorfall perfekt verschleiert, aber ihnen würde nie, außer ihnen würde nie jemand wissen, was geschehen war. Doch aus irgendeinem Grund ließen nach diesem Vorfall die Unfälle nicht nach. Arbeiter verletzten sich viel häufiger als früher. Dies verlangsamte den Fortschritt an der Baustelle und es ging das Gerücht um, Baustelle sei von einem Geist heimgesucht. Der Vorarbeiter schäumte vor Wut und befahl seinen Arbeitern, den Mund zu halten. Doch schließlich stürzte der einen Flaschenzug aus dem dritten Stock herab und begrub einen Arbeiter unter sich. Auch wenn sein Körper fehlt, sein Körper völlig verunstaltet war, so war sein Gesicht doch seltsam unversehrt. Der Vorarbeiter bekam Angst und beschloss, sich der Polizei zu stellen. Doch auch danach gingen noch Gerüchte über einen fliegenden Kopf auf der Baustelle um. Letztlich waren die Bauarbeiten trotz des langsamen Fortschritts abgeschlossen. Als die Schule nach den Sommerferien erneut öffnete, wurde ein grausiger Fund gemacht. Der Kopf einer Frau lag im Garten. Es heißt, der Kopf sah aus, als sei er gerade erst vom Rumpf getrennt worden, wo er seit Wochen in der Hitze des Sommers gelegen haben musste. Ich sehe dich doch da hinten, du scheiß Bitch. Geh weg! Was? Ja. Die schon wieder. Ja, jetzt sehe ich's auch. Wo bist du? Wo bist du? Warum gehst du weg? Die kann dir doch eh nix. Da ist die. Da war sie. Die kann dir doch nichts. Warum musst du ab hier? Du bist jetzt immer noch abgehauen. Jetzt habe ich sie gerade von links gehört. Alter! Alter! Alter, du warst schockiert deswegen. Die ist doch plötzlich... Ah, stimmt. Was denn? Ich hab's gelesen. Was denn? Wenn sie einmal aufgetaucht ist, kann sie auf einen Schlag überall auftauchen. Der Geist des Anwesenheitsbuches. Eine unerwiderte Liebe. Yeon Sun, eine Elfklässlerin, ging in letzter Zeit gerne in die Schule. Der Grund dafür war der neue Koreanischlehrer. Er war nicht nur groß und gut aussehend, sondern auch noch nett. Er schrie nie, wurde nie wütend und führte seinen Unterricht stets ruhig. Wenn er Eonsons Arbeit lobte, schlug ihr Herz schneller. Dem Lehrer fiel es sogar auf, als sie eine neue Brille bekam, und er sagte, sie würde ihr gut stehen. Der bloße Gedanke an ihn ließ Eonsun vor Freude strahlen. Eonsun war eine recht durchschnittliche Schülerin, genau genommen war sie ein wenig unterdurchschnittlich. Sie war weder hübsch noch niedlich, noch stachen ihre akademischen oder sportlichen Leistungen hervor. In den letzten Jahren hatte sie zudem zugenommen und selbst ihre Mutter begann, ihr Gewicht zu kritisieren. Sie war weder unter den Schülern noch bei den Lehrern sehr beliebt. Sie war schlichtweg eine ruhige Schülerin, die immer da war, wo man sie erwartete. So sahen sie die Menschen in ihrem Umfeld. Eonsun wusste selbst, dass sie nichts Besonderes war und versuchte, sich ihre Verliebtheit nicht anerkennen zu lassen. Doch je mehr Zeit verging, desto schwerer fiel es ihr, ihre Gefühle für sich zu behalten. Sie erwartete ja gar keine Beziehung, sie wollte ihm nur sagen, wie sie sich fühlte. Eonsun nahm all ihren Mut zusammen
um einen langen Brief an ihn zu schreiben. Am nächsten Tag vor der Koreanerstunde legte sie den Liebesbrief heimlich in die Teilnahmeliste. Sie würde sich nie trauen, ihm den Brief persönlich zu übergeben. Als der Beginn der Unterrichtsstunde näher und näher rückte, schlug ihr Herz immer höher. Schließlich ertönte die Schulglocke und der Unterricht sollte beginnen. Doch der Lehrer, der durch die Tür hineinkam, war nicht der Koreanischlehrer. Nein, es war der Sportlehrer, den sie von allen am meisten verabscheute. Er sagte, der Koreanischlehrer würde sich verspäten und er würde so lange die Klasse beaufsichtigen. Ihren Sohn stand der Schweiß auf der Stirn. Die Gedanken rasten nur so durch ihren Kopf. Würde er die Anwesenheit abrufen? Würde er den Brief finden? Wenn ja, würde er so tun, als hätte er ihn nicht gesehen? Die Wahrheit war viel schlimmer. Der Sportlehrer nahm die Anwesenheitsliste an sich, fand Jeons Sohns Brief und las ihn prompt der Klasse vor. Das Kichern der anderen Schüler füllte den Raum. Der Sportlehrer sinnierte darüber, dass selbst das dicke, hässliche Mädchen nur geliebt werden möchte. Die angewiderten Blicke ihrer Klassenkameradinnen machten ihr Angst. Sie alle waren ihr feindlich gesinnt. Sie fühlte sich, als wäre sie direkt in die Hölle gefahren. Just in diesem Moment betrat der Koreanischlehrer den Raum. Jeon Sun erschien er als ihr Retter. Er schien verwirrt über die eigenartige Stimmung in dem Raum und der Sportlehrer sichtlich amüsiert, reichte ihm den Brief. Jeon Sun sah ihn an und hoffte, er würde die Lage beruhigen können. Als der Koreanischlehrer den Brief zu Ende gelesen hatte, sah er zu Jeon Sun hinüber. Sein Gesicht war vor Ekel, Irritation und Zorn verzerrt. Es war, als würde er ein lästiges Insekt betrachten. Sie fühlte sich beschämt und verraten. Noch in dieser Nacht beging sie Selbstmord. Doch über den wahren Grund für ihren Selbstmord würde nie jemand sprechen. Der Spiegelgeist. Das Geheimnis des Tanzstudios. Die Tanz-AG der Roy High School war bekannt dafür, viele berühmte Tänzer und Tänzerinnen hervorgebracht zu haben. Viele, die sich eine Karriere als Ballerina hofften, traten in den Wettbewerben der Roy High School an. Unter jenen stachen besonders die Zwillingsschwestern Yeyun und Yeji hervor. Alle erwarteten, dass die Schwestern zu Star-Tänzerinnen heranwachsen würden und überhäuften die beiden mit Komplimenten. Dennoch erhielt die jüngere Schwester Yeji mehr Lob als die ältere der Zwillinge. Es war schwer zu sagen, welche der beiden die bessere Statur oder Technik besaß. Die Leute waren sich meist einig, dass Yeji sich besser ausdrücken vermochte, um mehr Menschen durch ihre Darstellung bewegen konnte. Zuerst interessierte sich Yeyun nicht besonders für diese Meinung, doch als die Rezessionen stets gleich ausfielen und sie die führende Rolle in mehreren Aufführungen an ihrer Schwester abtreten musste, begannen sie sich Sorgen zu machen. In der Zwischenzeit näherte sich das Datum für die Talentshow der Schule, da selbst die Medien die Veranstaltung verfolgten, war ein Auftritt der Tanz-AG der Roy High School. In der Zwischenzeit näherte sich das Datum für die Talentshow der Schule. Da selbst die Medien die Veranstaltung verfolgten, war ein Auftritt der Tanz-AG der Roy High School eine sehr gute Gelegenheit, Bekanntheit zu erlangen. Die Hauptrolle bei diesem Auftritt zu ergattern, würde schon einem Debüt in der Welt des professionellen Tanzes gleichkommen. Die Schule entschied, ihre Schüler für die Rolle vortanzen zu lassen, damit die Wahl fair ausfiel. Es war der Tag vor der Probe. Yeyun lief nervös im Tanzstudio auf und ab. Sie glaubte, für immer im Schatten ihrer Schwester leben zu müssen, wenn Yeji sie diesmal ebenfalls ausstechen würde. Nach langer Überlegung fasste sie einen Schluss. Sie verließ das Tanzstudio mit einem besonders glänzenden Paar von Ballettschuhen. Am nächsten Tag ereignete sich ein Unfall bei der Probe. Yeji stürzte während ihres Auftritts. Ihr Fuß war blutverschmiert, Glassplitter ragten daraus hervor. Ihre Ballettschuhe waren vom Blut tiefrot gefärbt. So wurde schließlich Yeyun die Hauptrolle zugeteilt. Yeyun legte eine brillante Darstellung hin und gewann die Herzen der Zuschauer. Die Medien berichten, sie sei ein Wunderkind
und widmeten ihr jeden Tag gesonderte Beiträge. Sie erhielt sogar einige Angebote berühmter Balletttruppen. Yeji hingegen war völlig verzweifelt und schien geradewegs dahin zu schwinden. Wiederholt versuchte sie zu trainieren, bevor ihre Wunden verheilt waren, was ihre Verletzung noch schlimmer werden ließ. Schließlich trieb sie es so weit, dass sie in einer Infektion verstarb. What the fuck? Ich stimme doch an einer Infektion heutzutage. Als die Musik innehielt, beschloss Yeyun, eine Pause von ihrer Probe einzulegen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie war allein im Tanzstudio, alle anderen Schüler waren bereits heimgegangen. Natürlich würde Yeji bei ihr sein, wenn sie noch leben würde. Einen Moment lang dachte sie an ihre Schwester, doch der Gedanke ließ ihr einen Schauer den Rücken herunterlaufen und sie schob ihn schnell beiseite. Sie schaltete die Musik wieder an. Yeyun stand auf und stellte sich vor den Spiegel, bereit erneut zu beginnen. Sie hielt inne, als sie etwas Seltsames im Spiegel erblickte. Im Spiegel waren ihre Schuhe rot verfärbt. Verwirrt blickte sie auf ihre Schuhe hinab und sie war rein wie weiß. Rein und weiß. Dann hörte sie es. Bisher habe ich dich perfekt kopiert, liebe Schwester. Jetzt wirst du mich kopieren. Yeyuns Spiegelbild. Das Mädchen mit den blutigen Schuhen hob ihre Hand zu ihrem Hals. Ein hämisches Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Das Spinnenmädchen. Das Kind in der Ecke. Sohe hatte sich schon immer vor Käfern gefürchtet. Am allermeisten ekelte sie sich jedoch vor Spinnen. Ihre Schule, die Y High School, war in einem alten Gebäude am Fuße eines Berges. Also war es nur natürlich, dass dort auch viele Käfer und Spinnen lebten. Dieser Umstand stresste sie nicht wenig. Daher war sie froh, als sie endlich die 12. Klasse kam. Im Gegensatz zu den beiden Jahren davor befanden sich ihre Klassenzimmer im Neubau. Da dieser neu war, erwartete sie, dass er auch käferfrei war und sie ohne Sorgen am Unterricht teilnehmen konnte. Am ersten Tag traf sie ein seltsames Mädchen in ihre Klasse. Das Mädchen machte sie nervös, da ihre langen Haare beinahe ihr ganzes Gesicht verdeckten. Sohe konnte sich nicht erinnern, sie je gesehen zu haben. In der Tat kam sie ihr so fremd vor, dass sie sich nicht sicher war, ob das Mädchen überhaupt hier zur Schule ging. Sie saß stets in der Ecke, fernab von den anderen und bewegte sich kaum. Selbst während der Pause würde sie nicht aufstehen. Aus irgendeinem Grund fühlte sie Sohe von ihr gestört. An einem heißen Sommertag fiel es Sohe schwer, sich zu konzentrieren, und so warf sie dem Mädchen einen Blick zu. Was sie sah, schockierte sie. Das Mädchen kaute auf einer Motte herum. Sohe war so verstört, dass sie gleich noch einmal zu dem Mädchen hinüberblickte, doch diesmal sah sie nichts Ungewöhnliches. Sohe vermutete, dass sie es sich eingebildet haben muss. Doch dann grinste das Mädchen Sohe wissend an. Es gruselte sie so sehr, dass sie Angst vor ihm bekam. Danach kam das seltsame Mädchen nicht mehr zur Schule. Sohe war verstört aufgrund ihres plötzlichen Verschwindens, doch mit der Zeit vergaß sie das Mädchen. Eines Tages merkte Sohe auf ihrem Heimweg, dass sie etwas vergessen hatte, also kehrte sie um. Die noch vor kurzem so geschäftigte Schule war nun totenstill. Sohe betrat das Klassenzimmer und schaltete das Licht an. Ganz wie erwartet sah sie nichts außer einem leeren Klassenzimmer. Sohe ging zu ihrem Schreibtisch, um das zu holen, was sie vergessen hatte. Plötzlich bemerkte sie aus dem Augenwinkel etwas Schwarzes an der Rückenwand des Klassenzimmers. Sohe kniff die Augen zusammen, um das, was dort hing, genauer zu betrachten. Als sie begriff, was sie sah, erstarrte sie vor Schreck. Langsam folgten ihre Augen dem Mob aus schwarzen Haaren zu dem Körper des gruseligen Mädchens, das verschwunden war. Das Mädchen hing an der Decke, ihre Arme und Beine in einem seltsamen Winkel verdreht. Sie sah aus wie eine Spinne, die auf ihre Beute wartete. Als es Sohe erblickte, krabbelte das Spinnenmädchen geschwind auf die erstarrte Schülerin zu. Die langen Haare schossen Spinnenweben direkt auf Sohe herab und zogen sie zur Decke herauf. Die Lampen flackerten zweimal und gingen dann aus. Ein langer, von Hass, von Angst erfüllter Schrei schallte durch die leeren Gänge, bis er plötzlich aufhörte. Niemand sollte Sohe wiedersehen. Von der Spinne, die immer in der Ecke
Klassenzimmers gehangen hatte, war auch nichts mehr zu sehen. Hass erfülltes Gesicht. Tragödie durch Eifersucht. Eun Yu und Jung Hee waren seit Kindheitszeiten beste Freundinnen und teilten jedes Geheimnis miteinander. Sie verbrachten so viel Zeit zusammen, dass es schien, als könnten sie ihre Gedanken lesen. Als sie in die Highschool kamen, verliebte sich Eun Yu in einen älteren Jungen. Eun Yu begann Jung Hee pausenlos ihm zu erzählen. Doch Jung Hee reagierte eigenartig kühn auf Eun Yus neuen Lebensmittelpunkt. Was ist das für ein Wort? Lebensmittelpunkt. Sie wünschte ihr lediglich Glück und schwieg dann beharrlich, bis das Thema gewechselt wurde. Eines Tages hörte Eun Yu von einer anderen Freundin, dass der Junge, den sie mochte, in Jung Hee verliebt war. Wie sich herausstellte, gingen die beiden die gleiche Kirche. Eun Yu fragte sich, warum Jung Hee das nie erwähnt hatte. Wie seltsam. Von diesem Punkt an betrachtete Eun Yu alles, was Jung Hee sagte oder tat, mit Argwohn. Bald waren die beiden so entzweit, dass sie sich nicht einmal mehr grüßten. Einige Zeit darauf erblickte Eun Yu Jung Hee und den Jungen auf einer Bank ins Gespräch vertieft. Oh mein Gott, Eifersucht erfüllt ihr Herz. An diesem Abend bat Eun Yu Jung Hee, sie auf dem Dach der Schule zu treffen. Sie begannen sich zu streiten, doch Jung Hee leugnete Eun Yus Anschuldigungen hartnäckig. Das Gespräch wurde immer hitziger und schließlich schubste Eun Yu Jung Hee aus Zorn vom Dach herab. Jung Hee stieß mit dem Kopf zuerst auf und starb sofort. Der Polizei gegenüber erzählte Eun Yu eine erfundene Geschichte, so dass Jung Hees Tod als Selbstmord erklärte. Was? So, dass diese Jung Hees Tod als Selbstmord erklärte. Die Zeit verging und Eun Yu konnte ihren Schwarm für sich gewinnen. Eines Tages plante sie ein Rendezvous mit ihrem Freund an der Schule. Sie beide hielten es für eine großartige Idee, sich nachts an der Schule zu treffen. So entgingen sie der Hitze des Sommers und abenteuerlich war es obendrein. Eun Yu traf zuerst in der Schule ein und wartete in deren Klassenzimmer. Als ihr Freund zur vereinbarten Zeit nicht auftauchte, begann sie sich Sorgen zu machen. Plötzlich. Dung, 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 vernahm sie ein Geräusch aus dem Flur. Dann hörte sie, wie eine Tür sich öffnete. Nicht hier. Es war nicht die Stimme ihres Freundes. Es war die krächzende Stimme einer Frau, die einen Schauer den Rücken herunterlaufen ließ. Dung, dung, dung. Das Geräusch erstarkte und näherte sich, bis der Boden zu beben begann. Eun Yu hörte, wie eine weitere Tür sich öffnete. Hier auch nicht. Dung, 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 dung. Das Geräusch schien ihr nun sehr nah. Panisch vor Angst versteckte sich Eun Yu unter dem Schreibtisch des Lehrers. Die Tür zum Klassenzimmer flog auf. Eun Yu lugte zwischen den Spalt unter dem Tisch hervor. Es war nicht zu sehen. Gerade als Eun Yu dachte, irgendwas könnte nicht stimmen, fiel etwas im Schreibtisch und Eun Yu blickte auf, um zu sehen, warum es runtergefallen war. Da bist du ja! Eun Yu schrie so laut, dass ihre Stimme durch die ganze Schule hallte. Die erhängte Frau. Die Stimme, die mich ruft. A und B waren Klassenkameradinnen und Freundinnen. A kümmerte sich stets um B, die sehr zerbrechlich war. B war A immer sehr dankbar dafür. B wusste, dass A ihr ein normales Leben an der Schule ermöglichte. Für B war A die wichtigste Person in ihrem Leben. Eines Tages ereignete sich ein Unfall an der Schule. Es gab ein Feuer im alten Schulgebäude und B befand sich im Innern. B konnte nicht entkommen und starb im Feuer. A war tief betrübt über B's Tod. Sie konnte B beinahe nach ihr rufen hören, dass sie sie retten möge. In A's Vorstellung verwandelte sich die verzweifelte Stimme von B allmählich zu einer zornigen.
A war sehr traurig und dachte, B's Tod wäre ihre Schuld. A wollte ihr Zimmer nicht mehr verlassen. All ihre Gedanken drehten sich um B. Im Schlaf erschien ihr B und klagte A an, sie nicht gerettet zu haben. Auch tagsüber folgte ihr B's Stimme. A wusste, dass sie sich alles aufgrund ihrer Trauer und Schuldgefühle einbilden musste, aber dennoch litt sie Qualen. A begann mit jedem Tag mehr Gewicht zu verlieren. Schmerz und Schuld drohten, sie zu erdrücken. Schließlich schlich A sich nachts aus ihrem Zimmer, um der Schule einen Besuch abzustatten. A passierte die Bank auf dem Schulhof, auf der die beiden stets gegessen und geredet hatten, und begab sich an den Ort, an dem B gestorben war. Auch dort hörte A B's zornige Stimme. A beschloss, ihre Qualen dort zu beenden, um der Trauer und ihrer Schuldgefühle wegen des Verlustes ihrer Freundin zu entkommen, wählte sie den Selbstmord. A war davon überzeugt, dass dies der einzige Weg war, B's vorwurfsvoller Stimme zu entkommen. A beschloss, sich zu erhängen. Der Schmerz war so groß, A rang mit dem Atem, bis ihre Sicht allmählich schwand. Als erschien es sie ihr zur Begrüßung, sah A plötzlich B vor sich. Ihr Gesicht war vor einem blauen Schimmer umgeben und sie lächelte. B näherte sich A und flüsterte: Danke, du musst es sterben, damit ich wieder leben kann. A versuchte zu atmen, sich aus ihrem Schicksal zu retten. Die flüsternde Stimme war die Stimme von B, dieselbe Stimme, die ihr seit B's Tod gefolgt war. A hatte sich all das gar nicht eingebildet, die Stimme war echt. Das lebendige Modell. Das Geheimnis des Biologielabors. Das Biologielabor war der Mittelpunkt vieler seltsamer Gerüchte. Die meisten von ihnen handelten von einer wandelnden Marionette oder einem kratzenden Geräusch, das über den Boden fährt. Die meisten dieser Gerüchte entstanden der Geschichte der Schule. Die Geschichte der Schule geht bis auf die Besatzungszeit zurück. Damals diente das Gebäude als Internierungslager, in dem die Besatzungsarmee grausame Experimente an der Bevölkerung durchführte. Rund um die Uhr war die Luft von den Schreien, diese unmenschlichen Experimente erfüllt. Jetzt hör auf! Die Schüler glaubten, dass es sich bei dem Biologielabor um einen der Orte handelte, an denen menschliche Versuche durchgeführt worden waren. Jedes Mal, wenn sich ein Unfall im Biologielabor ereignete, vermuteten die Schüler, der Vorfall könnte etwas mit dem Fluch jener zu tun haben, die diesen grausamen Experimenten zum Opfer gefallen waren, oder gar, dass der Forscher selbst als Geist zurückgeblieben war. Einige glaubten sogar, das Anatomiemodell in der Ecke des Raums sei tatsächlich eine Leiche, eines der Opfer. Das bei weitem beliebteste Gerücht war jedoch der Einspurenunfall. D war nicht gerade ein guter Schüler, doch er hatte großes Interesse an Wissenschaft und arbeitete sehr hart für diese Fächer. Der Wissenschaftler war ihm gnädig gestimmt und empfahl D für die Teilnahme an einem Wissenschaftswettbewerb. D sah dies als seine große Chance und lernte noch fleißiger als je zuvor. Mit der Erlaubnis des Lehrers blieb er sogar nach dem Unterrichtsschluss in der Schule, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Das Gefühl, in das er sich am meisten vertiefte, war die menschliche Anatomie. Ach, das Gebiet, nicht das Gefühl. Jeden Tag untersuchte er das Anatomiemodell. Ein paar Tage vor dem Wettbewerb wurde D, wie üblich, allein im Biologielabor lernte. Ein paar Tage vor dem Wettbewerb wurde D, wie üblich, allein in seinem Biologielabor lernte, so müde, dass er einschlief. Als er erwachte, war es dunkel und das Licht war ausgeschaltet. Er versuchte, das Licht einzuschalten, doch es funktionierte nicht. Sogar die Tür schien von außen verschlossen zu sein. Er hatte keine Wahl und blieb die Nacht über im dunklen Biologielabor. Für gewöhnlich dachte er nicht oft an all die Gerüchte, doch die Situation, in der er sich befand, rief ihm all die Horrorgeschichten, die er gehört hatte, wieder ins Gedächtnis. Mit jeder Sekunde wurde die ängstlicher. In der Dunkelheit fürchtete er sich besonders vor dem Anatomiemodell. Sein Herz schlug immer schneller und er bekam kaum Luft. D hatte solche Angst, dass er beschloss, einen Bunsenbrenner anzuzünden. Als das Flackern der Flamme im Raum den Raum erleuchtete, erwachte das Anatomiemodell plötzlich zum Leben und bewegte sich auf D zu.
Am nächsten Morgen wurde die tote im Jury-Labor gefunden. Ein Herzinfarkt soll die Todesursache gewesen sein. Doch was niemand erklären konnte, war, dass seine Nägel aus den Fingern gerissen worden waren und die Tür des Biologielabors mit Blut und Kratzspuren versehen war. In roten Buchstaben stand ein Wort geschrieben: Anatomie-Modell. Der Schatten im Wasser. Die Meerjungfrau. An der Y High School befand sich ein großer Teich. Da die Schule so alt war, waren die Fische im Teich sehr groß und unterschieden sich von gewöhnlichen Fischen. Einige sollen sogar die Menschen verstanden haben. Eine Schülerin namens D sorgte sich um die Fische im Teich. Sie begann anstelle des Verwalters die Fische zu füttern und den Teich zu reinigen. In jeder freien Stunde fand man sie am Teich. Gerüchten zufolge führten die Fische sogar Kunststücke für sie auf. Ihre Freunde nannten D die Fischprinzessin. Dann verliebte sich ein berüchtigter Draufgänger in D. Er stahl und war als jähzornig verschrien. Er gestand D seine Liebe, doch wurde eiskalt abserviert. Sein Ego war gekränkt und er beschloss sich zu rächen, indem er D ununterbrochen geängelte und bedrohte. Es war nicht leicht für D, doch sie war sich sicher, dass er irgendwann das Interesse verlieren würde, und er trug es geduldig. Dann ereignete sich der Unfall. Es regnete in Strömen, als sich der Draufgänger zum Teich begab, um D zu stören. D hatte die Nase voll und schrie ihn an, sie in Ruhe zu lassen. Erzürnt schubste er sie. D stürzte und schlug ihren Kopf an einem Felsen auf. Sie starb auf der Stelle. Aus Angst davor, bestraft zu werden, versuchte der Junge, ihre Leiche zu verbergen. Er hackte sie in kleine Stücke und verfütterte sie an die Fische. Auch ihr Blut wurde vom Regen in den Teich gespült. Außer den Fischen wurde niemand Zeuge dieses grausigen Verbrechens. Ds Verschwinden wurde der Polizei gemeldet und eine Ermittlung wurde eingeleitet. Aufgrund der Aussagen ihrer Freunde konzentrierte die Polizei ihre Ermittlungen auf den Teich, doch sie fanden keine Spur. Der Fall wurde zu den Akten gelegt. Eine Weile lang geschah nichts. Doch dann verschwanden während des Sportunterrichts ein Schüler im Schwimmbecken auf dem Dach. Die Schüler, die gesehen hatten, was geschehen war, sagten, es habe gewirkt, als hätte ihn irgendetwas herabgezogen. Selbst nach Leerung des Beckens fand sich keine Spur von ihm. Inmitten dieser Verwirrung tauchte der vermisste Schüler im Teich auf. Sein Körper sah aus, als sei er von Tieren zerfleischt worden. Es war derselbe Junge, der D geärgert hatte. Bald verbreitete sich das Gerücht, dass in jeder Nacht, wenn es regnet, eine seltsame Kreatur am Teich oder Schwimmbecken erscheint. Die Schüler, die sie gesehen haben, beschreiben sie auf zwei Arten. Es ist entweder ein Fisch, der wie ein Mensch aussieht, oder ein Mensch, der wie ein Fisch aussieht. Und zu guter Letzt der großmütterliche Großmuttergeist. Die verschwundenen Kinder. Es war spät und Jung Yei befand sich endlich auf dem Heimweg, nachdem er den ganzen Abend mit AG-Aktivitäten verbracht hatte. Er gehörte zur Mysterien-AG. Sie sammelten und untersuchten alle Arten von Gerüchten, Mythen und Großstadtlegenden. Ihre Sammlung entstammte nicht nur von ihrer eigenen Schule, sondern schloss jede Stadt im Umkreis ein. Gerade hatte Inhalte für ihr sporadisches veröffentlichtes Magazin sortiert. Für der G war das eine geschäftige Zeit, doch ihr Präsident war nirgends zu finden. Als Vizepräsident musste er Yang Yei also alles alleine machen. Deshalb war er erst so spät auf dem Heimweg. Vertieft in seine Arbeit mit dem Magazin überquerte er die Brücke, als ihn plötzlich jemand ansprach. Hallo, mein Lieber. Kann ich dich etwas fragen? Es war eine freundlich aussehende ältere Dame, die sich ihm näherte. Ihr Haarknoten und gebeugter Rücken erinnerten Yong Yei an seine Großmutter auf dem Land. Er beschloss bereits zu Antwort ansetzen, als er ins Grübeln kam. Was tat diese alte Frau so spät hier an der Schule? Er erinnerte sich an eine Geistergeschichte, die er vor einiger Zeit untersucht hatte. Das Gebäude der Rye High School wurde während der Besatzungszeit errichtet und diente im Bürgerkrieg als Flüchtlingslager. Im Flüchtlingslager lebten viele Waisen, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten. In der angespannten Lage hatte niemand die Zeit, sich um sie zu kümmern. Doch dann nahm eine alte Frau die Kinder und ihre Fittiche und kümmerte sich um sie.
Die Kinder brauchten sie und vertrugen sich blendend mit ihr. Keinem der Flüchtlinge kam irgendetwas seltsam vor. Eines Tages waren die alte Frau und die Waisen plötzlich verschwunden. Die Flüchtlinge wunderten sich. Doch hatten sie sich abgesprochen, schwiegen sie sich darüber aus. Im Krieg geschahen solche Dinge. Etwas später schien eine Frau im Lager. Sie war die Mutter eines der Waisen. Die Frau hatte alles gegeben, um ihr Kind zu finden. Und nun war sie endlich wieder hier. Endlich hier, um es wiederzusehen. Als sie hörte, dass ihr Kind verschwunden war, heulte sie elend auf. Die Flüchtlinge fühlten sich schuldig, nichts getan zu haben und waren von den Schreien der Mutter ergriffen. Von einem ehemaligen Jäger geführt, schlossen einige Flüchtlinge der Frau bei der Suche nach den Kindern zu helfen. Sie folgten der Spur der Kinder in die Berge. Auf halbem Weg an die Spitze fanden sie eine alte, vermoderte Hütte. Im Innern schlug ihnen sogleich der Leichengestank entgegen und sie sahen, dass die Hütte voller kleiner weißer Knochen war, die recht frisch aussahen. Die alte Dame konnten sie niemals finden. Jung Hei wusste, warum er plötzlich an diese Geschichte dachte. Aus Angst zieht er den Mund. Vielleicht lag es an dem alten, traditionellen Kleid, das die Dame trug. Die alte Dame, die Jung Hei mit ihren Fingern durchbohrte, enthüllte nach und nach ihr wahres Selbst. Und ihr Gesicht wandelte sich zu einer dämonischen Fratze. Aus den dunklen, leeren Augenhöhlen blitzte rotes Licht hervor. Sie murmelte etwas und schmatzte. So knapp. Zu schade. Im nächsten Moment fand sich Jung Jay an seinem Schreibtisch wieder. Er musste bei seiner Arbeit eingeschlafen sein. Dennoch schien ihm das Erlebnis zu echt für einen Traum. Auf dem Papier vor ihm prangte eine Warnung aus dem Text, den er vor dem Schlafen gelesen hatte. Beantworte niemals ihre Fragen.